Hallo und herzlich willkommen auf Epic Mittwochmorgen SHOT Show 2020. Wir sind bei der Pop-Up-Preview-Messe von der SHOT Show heute Morgen. Das ist quasi ein ganz kleiner Bereich, der auch nur am Mittwoch zugänglich ist, wo ganz kleine oder neue Händler im Prinzip ihre Produkte zeigen können. Und da nehmen wir euch jetzt erstmal mit hin. Wir sind gelandet bei Vazoo. Vazoo ist auch ein kleines neues Unternehmen aus USA. Die machen Mützen und Gürtel, in denen Taschen versteckt sind. Sehr geile Geschichte, ziemlich innovativ, wie ich finde. Also wenn ihr hier mal schaut, ihr habt im Schirm jeweils einzelne Unterteilungen. Ihr habt hier im Hauptbereich vor der Stirn, habt ihr nochmal einen Bereich, wo ihr Sachen unterbringen könnt. Dasselbe für den Gürtel. Hier sind jetzt die Teile natürlich extra herausgenommen, dass man sieht, wo die Einschübe sind. Aber das würde im Prinzip dann alles quer im Gürtel landen. Vazoo findet ihr im Internet. Der Link ist unten eingeblendet. What the fuck? Ihr alle kennt Infrarot-Patches. Infrared ID aus Israel hat hier eine sehr coole Sache, und zwar haben die Patches entwickeln, die mit bei Tag im Prinzip, wie wir sehen, die US-Flagge zum Beispiel zeigen, aber unter Infrarot dann entsprechend sich ändern. Ja, das zeige ich euch mal hier mit dem Nachtsichtgerät. Das heißt, ihr habt hier den Patch, amerikanische Flagge, wird dann nachts mit dem Schriftzug hier USA. Ja, das kann man wirklich in allen möglichen verschiedenen Varianten machen. Dann haben wir hier eine Flagge. Wird IDF draus. Sehr coole Geschichte. Schaut ihr euch an. Link zu Infrared ID blende ich euch unten ein. Wir sind hier zufällig vorbeigelaufen, haben die Produkte gesehen, haben gesagt, wow, das ist echt cool und innovativ. Das wollen wir euch mal zeigen. So Brandon, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you as well. Can you just show our viewers what you have here with the Rockman? Absolutely. We have, right here is our CoreFlex. Moves with you, all carbon fiber. Torso adjusts. Very easy. Take the torso height. Adjust up and down. Now you can take our shoulder straps and grab any of our bags that are waterproof. Hook them onto the shoulder straps. Very quick. Do up the four buckles, top two, bottom two. Then you can run this pack if you want to switch packs. Undo the buckles, pull the pin. Grab the bigger bag. Hook the bigger bag on. You hook this on here. Do up the buckles, the top two. One, two, three, four buckles. Then you can hunt with this bag. If I want to add it and take my hunting pack with me, throw this on, buckle it, buckle this bag, then I can hunt with them together. Once I get there, I'm off ready to hunt because this bag's got my gear in it. I hook it on. Do up the buckles. I'm ready to use this bag. One more thing. We have pack frame. It's all carbon fiber, okay? Take our pack frame. A bit higher. Pack frame here. Hook it on. Okay, shoulder straps hook up just the same. Four buckles, one, two, three, four. I can run the pack frame. Every bag on the frame, however I want to do it. I put the meat, the weight close to my body and everything else around it. One more thing, down here I'm going to get on the ground, okay? Chair. I can sit down, back rest, I can pull out my binoculars and glass.
Also es ist ziemlich selbsterklärend, man muss nicht viel dazu sagen, ihr habt es ja gesehen. Ist im Prinzip für die Jagd designt oder auch für Sportarten, egal was. Wasserdichte Packsäcke, die modular mit einem Tragesystem getragen werden können. Ihr habt gesehen, wie schnell das miteinander gekoppelt werden kann. Es gibt ein Loadframe, wo ich nochmal als Stuhl benutzen kann oder auch bei der Jagd mit Fleisch dazwischen koppeln kann. Wirklich sehr, sehr cool. Brandon, thank you for showing off the products. Wir packen euch den Link unten in die Beschreibung. Das ist so difficult to switch between English and German. Wir packen euch den Link unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Wie könnte man den Tag besser ausklingen lassen als auf der Shooting Range? Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen heute auf der SHOT Show. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, bye bye.